Moin Leute, heute haben wir uns auf den Weg gemacht, mal hier so ein bisschen am Deich entlang, immer schön geradeaus, haben uns ein bisschen durch den Berufsverkehr gequält zum Lühe-Anleger. Hier fährt eine kleine Fähre und ja, hier ist so ein kleiner Biker-Treff, ne, mit ein paar Würstchenbuden, gibt ein paar Getränke da und so weiter. Ja, heute im Video geht es um die Bonnie, genau genommen um die Triumph Bonneville T100 und die T120. Ja, moin. Verkehr war ätzend, ne? Hierher zum, also der Anfang zumindest, und danach war herrlich, oder? Ja, wir haben ja natürlich auch irgendwie 18 Uhr, also Berufsverkehr. Das kannst du in Hamburg unter der Woche vergessen. Ah, die Landstraße war geil, die Natur hier war geil, die Häuser waren cool, geil. Ne? Ja, mega. Ich fand die richtig schön. Okay, ist jetzt nicht so die Kurvenstrecke. Nee, also, aber schön anzusehen. Aber es ist schon ganz geil. Also am Wochenende ist das echt schön. Oder abends, ne? Ich hoffe, wenn wir nachher zurückfahren, dass dann weniger Verkehr ist. Vielleicht kriegen wir da noch ein paar ganz coole Aufnahmen hin. Und wir haben super bequeme Bikes unterm Arsch, ne? Ja, das ist ja das Video, was quasi für mich gemacht ist. Ja. Ich habe mir ja die Bonnie, genau genommen die Bonneville T120, habe ich mir letztes Jahr gekauft. Und ich glaube, ich kann da jetzt auch schon mittlerweile so ein bisschen was drüber erzählen. Und dann dachten wir uns, Mensch, wenn ein Bonnie-Video, dann müssen wir natürlich auch die T100 dazu nehmen. Ne? Ja, erstmal vielen Dank, dass du mich auserwählt hast für dein Video. Es war kein anderer da. Ja, so ist das. Was ist, Bonnie, was ist das für dich? Also erzähl doch mal, woran denkst du bei Bonneville? Also erstmal, ich glaube, das ist das Aushängeschild von Triumph, also zumindest vom Gefühl her. Das ist das Motorrad, was man von Triumph am stärksten wahrnimmt, würde ich sagen. Man sieht es im Vergleich zu den anderen Maschinen am meisten auf der Straße. Und ich finde, sie hat auch von allen Bikes von Triumph das klassischste Design und auch generell auf dem Markt hat sie auch irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal mit ihrem klassischen Design und mit ihrer modernen Technik. Es gibt meiner Meinung nach kaum etwas Vergleichbares. Es gibt ein paar Hersteller, die versuchen auch so ein bisschen diese Retro-Schiene zu fahren, aber ich finde, das hat keiner so gut hinbekommen wie Triumph mit der Bonneville. Die hat ja auch eine Geschichte. Es könnte sein, dass ich ein paar Jahreszahlen verwechsel, aber ich meine, die erste Bonnie kam 1958 oder 59 raus. Und den Namen, den hat sie ja daher, weil jetzt, ich glaube, 1953 oder 54 wurde quasi mit einem Prototyp oder einem Vormodell wurde auf dem Bonneville-Salzsee in Utah ein Geschwindigkeitsrekord mit ihr aufgestellt. Da war allerdings ein verkleidetes Bike und da hat sie, glaube ich, lass mich lügen, also auf jeden Fall über 300 km/h. Ich meine sogar 340. Kann man auf Wikipedia nachlesen. Also wurde war das damals auch ein Zweizylinder? Da fragst du mich jetzt zu viel. Okay. Aber ich glaube, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das damals ein modifizierter Motor von der damaligen Tiger. Aber da muss ich jetzt aufpassen. Ne? Ist so. Aber 320, 340 km/h ist ja schon, das ist schon eine Ansage. Ne? Ja. Gut, das war ein Geschwindigkeitsrekord. Auf jeden Fall hat sie da ihren Namen her. Ne? Okay. Und, also die Wüste, die heißt die Salzwüste heißt genau. Bonneville. Okay. Ja, ich glaube der Ort da. Ach so, okay. Ist in Utah und da ist ein kleiner Ort und da ist so eine Salzwüste. Auf jeden Fall heißt da irgendwas Bonneville. Ist ein schöner Name. Finde ich auch. Und also ich muss sagen, als ich mir ein Bike ausgesucht habe, ich habe mir ein paar angeschaut und das war das, wo ich in den Laden gegangen bin. Das stand da und das war eine Entscheidung innerhalb von, ich glaube, das hat keine Minute gedauert.
die sieht einfach auch geil aus, zeitlos. Die kannst du in deine Garage stellen, in 10 Jahren rausholen und die ist immer noch geil. Das ist der Knaller. Also ich finde, die haben es halt auch wirklich richtig gut durchgezogen. Wenn du das mal anguckst, diese ganzen Details. Ich meine, mittlerweile sind wir ja bei wassergekühlten Motoren. Trotzdem haben sie ja so ein bisschen die Kühlrippen gefaked. Ich finde, sie haben es auch geschafft, den Wasserkühler nicht ganz so aufdringlich zu positionieren. Und ich mag halt total diese ganzen Details, also von den Armaturen angefangen, dann diese ganzen Deckel, die Schrauben, die Form und so weiter. Bis hin zum Auspuff. Also ich finde zum Beispiel, der Originalauspuff von der Bonnie, ich finde, der passt so gut. Hört sich auch gut an. Weil der eine gerade Linie hat. Ja. Also was ich finde zum Beispiel zur Bonnie passt nicht so gut, wenn du jetzt einen Auspuff hast, der dann nach hinten hochgeht. Ja. Ja? Ja. Ja, und der klingt gut. Von Haus auf. Also ja. Selbst von Haus aus, finde ich, klingt der ganz gut. Und sogar bei der T100. Ne? Wir können ja gleich mal über die Unterschiede sprechen. Ist uns vorhin aufgefallen. Wir haben die ja getauscht unterwegs und ich fand auch immer, ja, hört sich satt an. Also reicht auf jeden Fall. Also als ich die angemacht habe, da hatte man überhaupt nicht das Gefühl, dass die T100 jetzt irgendwie die kleine Maschine ist oder so. Ne? Und auch nicht zu aufdringlich, aber man macht sich damit schon bemerkbar auf jeden Fall vom Sound. Absolut. Ja, es gibt ja zwei Modelle. T100, T120. Hier haben wir den 900 Kubikmotor, da haben wir den 1200 Kubikmotor. Das sind natürlich offensichtliche Unterschiede. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann haben wir hier einmal 80 PS und da haben wir, ich glaube, knapp 60. Er hat es mir vorhin gesagt, aber ich habe es auch schon wieder vergessen. 58 oder 60. Wir haben natürlich einen Unterschied im Drehmoment. Bei der 120 haben wir 105 Newtonmeter, da haben wir, glaube ich, 80 Newtonmeter. Aber diese ganzen Zahlen und Daten, das könnt ihr alles nachlesen. Was ich ja viel, viel wichtiger finde, ist immer so ein Eindruck. Wie fühlt sich das an? Deshalb haben wir ja mal gewechselt. Deshalb sind wir die ja jetzt mal beide gefahren. Wie ist dein Eindruck von beiden Maschinen? Also die 1200er, die liegt ein bisschen satter am Gas irgendwie. Die hast du aber auch fein einstellen lassen, richtig? Ja, die ist nicht mehr so ganz original. Ja, das ist mir aufgefallen. Ich bin auch schon mal die originale 1200er gefahren. Die hing nicht so, weil deine fein getuned ist. Das muss man ganz ehrlich sagen, aber ich finde die 900er, muss ich dir ganz, ganz, ganz ehrlich sagen, finde ich auch nicht schlecht. Und auch von der Leistung her finde ich die ist ein bisschen smoother, hängt nicht so ganz krass am Gas. Die kannst du super bequem fahren und hast trotzdem genug Leistung, wenn du den Hahn ein bisschen aufdrehst. Also haben beide ihre Vorteile und wenn du weißt, wie die sich fährt, ne, die 1200er und dann die 900er fährst, klar merkst du einen Unterschied, aber ich finde, man gewöhnt sich ganz schnell an die 900er. Die ist vor allem super geil zum Cruisen, als wir jetzt hier am Deich entlang gefahren sind. Ich bin komplett alles im dritten Gang. Ja. Also ganz egal von 30, 40 km/h bis hoch zu 80, 90, die ganze Zeit dritter Gang. Also da ist man bei der 1200er schon eher mal so, dass man irgendwann sagt, ach komm, jetzt schalt mal. Ja, und auch ein bisschen, ne? Also insgesamt ein bisschen giftiger, würde ich sagen. Also man hat ein bisschen mehr den Säbel zwischen den Zähnen bei deiner. Mhm. Und das ist so ein bisschen eher so, schon ein bisschen mehr in Richtung Cruisen, so, ne? Ja. Also kann man mit der auch, mit der 1200er, aber schon ein bisschen giftiger. Ja, ja. Aber wolltest du ja auch, ne? Naja, was man will und was man dann letztendlich kann, ist ja immer ein Unterschied. Das heißt, und natürlich gewaltig im Sound. Ja, gut, da ist natürlich schon ein klein bisschen was dran gemacht, aber auch die finde ich original super. Auch ausreichend, ja. Unterschiede bei den beiden. Also wir haben einmal den Motor und dann haben wir noch so Kleinkram. Die T100, die hat hinten nicht die Gepäckbrücke, diese zum Festmachen. Okay. Habe ich bei mir eh schon abgeschraubt. Also von daher völlig egal. Sie hat keinen Hauptständer. Ah, okay, ja. Den hat die. Dann hat sie kein Tagfahrlicht. Okay, ja, stimmt, das ist mir auch aufgefallen, ja. Das ist alles etwas, was ich jetzt nicht irgendwie und auch kein Modi. Großartig schwer finde. Du hast finde. Nicht Regen und nicht sie hat keinen unterschiedlichen Mode. Ja. Dann hat sie nur eine Bremsscheibe vorne.
Ach, das, ach, ja. Was ich ich finde, die bremst nicht irgendwie schlecht oder so. Aber mir ist das schon aufgefallen, dass deine ein bisschen giftiger bremst als die 900. Das ist mir schon aufgefallen. Ja, da sind aber auch andere Bremsbeläge drauf. Das ist auch nicht mehr original. Sorry. Aber ich finde es ja schön, dass dir das aufgefallen ist. Ja, ist mir aufgefallen. Ja. So, und der Hauptunterschied, der Film, den ich eigentlich am wichtigsten finde, ist, die T100 hat keine Griffheizung. Ey, ganz ehrlich, ey, ja? Ich saß da ganz ehrlich. Ich habe mich gewundert. Ich habe davon drauf gesessen und habe gedacht, Alter, der Drecksack hat eine Griffheizung. Gut, jetzt brauchen wir sie gerade nicht. Ne? Nee. Jetzt ist das Wetter gut, da ist es nicht so schlimm, aber ja. Das passt. Übrigens, ich war letztens im Harz unterwegs. Ja. Und da habe ich auch gesehen. Ein paar Jungs getroffen, die auch alle eine Bonnie fahren. Sogar alle Bonnie eine T120. Und da dachte ich mir, Mensch, die fragst du jetzt einfach mal, was ihnen an der Bonnie gefällt. Also drei Sachen, die ihnen gefallen an der Bonnie, okay. Und eine Sache, die ihnen nicht gefallen. Und das Video würde ich jetzt einfach mal einspielen. Okay. Also gefallen tut mir an der Bonnie, dass man nicht erwartet, dass man mit der wirklich Touren fahren kann, aber funktioniert super. Mir fällt an der Bonnie, dass sie eben nicht so eine langweilige Ausstrahlung hat, sondern einem wirklich ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und extrem gefällt mir natürlich, sag ich mal, das Drehmoment. Ja, aus der Kurve raus, einfach ein bisschen in Schräglage, schön aufdrehen, ist großartig. Nicht gefallen tut mir, dass man im Moment eigentlich viel zu wenig Zeit hat, um zu fahren. Das ist eigentlich tatsächlich mein größtes Problem. Ja, mir ist der Style immer sehr wichtig. Deswegen, was ich an der Bonnie mag, ist der Style. Das Image von Triumph wird am besten von der Bonnie verkörpert und man sieht nicht an jeder Ecke irgendwie eine Bonnie. Das gefällt mir eigentlich ehrlich gesagt auch ganz gut, obwohl ich möchte, dass ihr so viel wie möglich verkauft. Was mir nicht so gut gefällt ist nichts, sie ist perfekt. Oh, was kriegt der denn dafür, ey? Was mir an der Bonnie gefällt ist erstmal, dass es keine Harley ist, und vor allen Dingen, dass es keine Harley ist. Was mir nicht gefällt, ist die Originalbereifung. Das ist ein Mist. Ein Haufen Mist. Also was mir gut gefällt, ist, dass die Bonnie relativ gutmütig ist. Auch für einen relativ Frischling wie mich. Ich fahre auch erst seit 2 Jahren. Genug Leistung, aber nicht übermotorisiert. Verzeiht auch mal Fehler. Was mir nicht so gut gefällt, sind auch die Originalreifen, die Phantoms. Die gehen nicht wirklich, gerade bei Regen, und der Service von Triumph, der könnte auch noch ein bisschen besser sein, was die Erreichbarkeit und die Abdeckung ist. Okay, also mir gefällt unheimlich gut neue Fahrzeugtechnik im endlos schönen klassischen Design, die Möglichkeit zu customizen, ohne Ende, Aftermarket, Triumph Branding, alles vorhanden. Und die Möglichkeit, halt sportlich zu fahren, auch wenn sie eigentlich zum Cruisen gedacht ist. Was mir nicht gefällt, ist eigentlich in den unteren Gängen dieses holprige Anfahrverhalten, was sie manchmal hat. Da müsste eigentlich was gemacht werden, finde ich. Ganz unterschiedliche Sachen, die gefallen und nicht gefallen. Übrigens, ja. Eine Geschichte zu dem Marco, der als letztes gesprochen hat. Dieses Ruckeln, was er beschreibt und so. Da muss ich jetzt nochmal verweisen auf das Video, was wir mit dem Macosch gemacht haben über das Tune-ECU und über das Tuning, was auch bei mir drauf ist. Das ist da alles mit drin. Okay. Das heißt, besser am Gas, bessere Gasannahme, keine Lastwechsel mehr, Ruckeln weg und so weiter. Das sind alles Sachen, die in diesem Tune-ECU-Tuning mit drin sind. Meiner Meinung nach ein Upgrade. Was sich absolut lohnt. Ja, absolutes Muss. Also da geht es gar nicht immer nur um Leistung, ein bisschen mehr Leistung kriegt sie auch, aber sie fährt sich einfach viel, viel smoother. Ne? Ja, sie hängt auch ein bisschen mehr am Gas einfach und also die Annahme, ne? Die Gasannahme, ja. wenn man das ja, finde ich ja. Zum Beispiel wichtig, wenn man Gas gibt, dann muss da schon was kommen, direkt, eine Rückmeldung. Genau, irgendwie. Also sie muss einfach sofort, da muss sofort Schub kommen. Ja. Ne? Jetzt soll ich sagen, was mir gefällt? Ja gut, gefällt. Mach doch mal mit. Drei Sachen, die dir gefallen und eine Sache, die dir nicht gefällt. Also ich habe es ja am Anfang schon gesagt, dass das absolut zeitlose Design, du kannst die kaufen und hast nicht das Gefühl, oh, jetzt nächstes Jahr kommt ein Facelift, jetzt muss ich mir, es gibt ja so einige Hersteller, ne? Generell so Marken, wo du immer denkst, oh, ich brauche das Neueste von Neuesten. Du kaufst dir irgendwie ein Auto, nächstes Jahr gibt es ein Facelift, hast Bock auf das neue Auto. Jeder kennt es. Man hat immer das Gefühl, man ist hinterher. Auch bei Kameras. Auch bei Kameras ganz schlimm. Ganz schlimm.
Und Verbesserungen gibt es da kaum. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, das Motorrad, das wurde ja stetig Jahr zu Jahr verbessert. Und das ist, da kommen wir gleich schon zum zweiten Punkt, das ist ein Motorrad, was schon ganz lange auf dem Markt ist. Da gibt es total lange Studien über das Motorrad und die haben das sowas von toll gemacht und verbessert mittlerweile. Also man sitzt auf einem ganz tollen Motorrad. Also jetzt haben wir das Aussehen, dieses zeitlose Design, dass man, wenn man sich die kauft, sagen wir mal Modell 2017 oder so, mein Großonkel hat sich auch eine Triumph gekauft von 2008, glaube ich, oder was weiß ich. Sieht auch geil aus. Mhm. So, und also Design, dann haben wir die Technik. Was gefällt mir noch? Ich mag die Motorcharakteristik, ich mag den Twin, ich liebe den. Der ist ja auch in der Scrambler ist er ja drin. Dann haben wir den Twin auch in der Speed. In der Thruxton haben wir ihn, in der Speed Twin, also in ganz vielen Klassikern. Es ist so ein geiler Motor, stehe ich richtig drauf. Was mir nicht gefällt, dafür kann Triumph aber nichts. Ich mag es, wenn es richtig laut ist und knallt. Ich liebe das einfach. Als Motorradfahrer ist man sowieso schon immer im Nachteil wegen den Knautschzonen im Straßenverkehr. Und ich liebe das, wenn man nicht hört. Ja, wenn man den Leuten schon direkt ein Signal gibt, hier komme ich. So, bam, das muss richtig knallen. Und dafür kann Triumph aber nichts. Aber das ist etwas, was mir generell beim Motorradfahren gefällt, beziehungsweise im Moment wegen der Homogenie. Oh, egal. Keine Ahnung. Gefällt. Ja. War das okay? Du, absolut. Also, es ist ja, ich weiß nicht, wie die anderen das. Völlig subjektiv. Okay. Also, es passt. Passt absolut. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich wollte noch eine Sache sagen. Ich bin damit ja schon in den Alpen gewesen. Ja. Und das hat auch der Stefan gesagt. Dass, was ich halt cool finde, ist, dass sie auch tourentauglich ist. Ja. Sie ist kein Tourenmotorrad. Ja. Sie ist halt nicht wie zum Beispiel eine Tiger mit Koffern und so weiter und super bequem. Sie sieht halt geil aus. Aber guck mal, ich habe da jetzt zwei Taschen dran, alleine für das ganze Kamera-Equipment. Wenn ich da hinten noch irgendwie so eine Hecktasche drauf packe, dann hast du auch schon, weiß ich nicht, wie viel Liter du da mitbekommst, da kommst du locker auch auf 70, 80 Liter. Also ich finde, das ist eins der bequemsten Motorräder, die ich kenne. Ja, also super bequem, du kriegst was mit. Es ist ein geiler Motor, von daher. Ich finde, das ist auch immer, ich finde, die Klamotten passt man auch immer ein bisschen dem Motorrad an. Und wenn ich mal so, nehmen wir mal eine Speed Triple so zum Beispiel. Ich finde, die sieht so sportlich aus und da muss man auch schon wieder, meiner Meinung nach, wollen wir ja auch sicher fahren, schon eine Pelle anziehen. Ich habe immer keinen Bock auf Pelle. Ne? Und ja, ich sehe da eh nicht gut drin aus. Also so ein Lack- und Leder-Einteiler, da mache ich einfach nicht gut drin. Und mir gefallen einfach diese klassischen Motorräder einfach viel besser, weil man sich da auch so klassischer anziehen kann. So. Also das ist auch nochmal so ein Ding. Eine Sache, wo wir jetzt hier die blaue stehen haben. Ich war ja von Anfang an, war ich ja schwarz. Ja. Ich habe die gesehen, schwarzes Motorrad. Und das war, stimmt, hast du gesagt. Je länger ich mir das angucke, also es gibt ja verschiedenste Farbkombinationen. Das Gold, Ich finde das Blau mit diesem goldenen Streifen und dem Chrom, finde ich richtig schick. Und was ich auch richtig schick finde, es gibt ja hin und wieder Sondermodelle von den Bonnies. Und zurzeit gibt es ein Bud Ekins Sondermodell in Rot-Weiß. Und ich bin absolut kein Rot-Fan. Also wenn du mir sagst, rotes Auto, rotes Motorrad, dann laufe ich schreiend weg. Aber die Maschine, die habe ich am Mühlenhagen im Laden stehen gesehen. Ich bin da reingekommen und ich fand die zum Niederknien. Ja. Ja, also wirst du die jetzt verkaufen und dir dann die kaufen? Nein, das natürlich nicht. Ich mag meine auch, aber also ich finde, ja, es muss nicht immer nur schwarz sein. Ne? Also wenn ich jetzt heute eine kaufen würde, würde ich wahrscheinlich eine von den Farbvarianten nehmen. Ich finde die auch richtig schick. Als ich die gerade rausbekommen habe aus Triumph Hamburg, da habe ich auch gedacht, was für eine geile Farbe. Richtig cool, ne? Mega, ja. Na gut, wir haben uns schon wieder ordentlich verquatscht. Ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Eindruck davon bekommen. Das müsst ihr abkönnen. Ihr merkt schon, ne? Ich bin absoluter Bonnie-Fan. Ja. Für mich ist das der Klassiker. Das ist für mich Steve McQueen. Das ist, das ist Heritage, wie man so schön sagt. Das ist Retro, das ist Kultur. Also das ist alles, was ich gerne sein möchte.
Ja. Hast du das nett gesagt? Nettes Kompliment an die Bonnie. Ja, wenn sie sich auch bedanken, ne, könnte, dann würde sie dir jetzt einen Kuss geben. Ja, also ich würde sie auch gerne mit ins Bett nehmen, wenn sie nicht so schwer wäre. Na gut, Leute. Da gibt es ja auch so Leute, ne? Die ihr Moped mit ins Bett nehmen? Ja, nee, aber die machen dann irgendwie was mit ihrem Moped. Also so. So heiraten oder so, was ist. So. Ja, es gibt so ein, ich weiß nicht, ob das eine Krankheit ist oder ein Fetisch, Leute. Das ist so eine Arthrose-Krankheit. Ich habe letztens gelesen, dass irgendwie eine Frau dass sie ein Flugzeug liebt. Ja, und diesem Flugzeug die hinterher. Lieben Gegenstände. Die lieben Gegenstände. Ja. Wir lachen drüber, dann eigentlich ist es voll gemein, oder? Es ist natürlich eine psychische Geschichte, aber ich könnte es mir vorstellen. Also, sie ist auf jeden Fall richtig sexy. Ja. Danke fürs Zuschauen, Leute. Tschüss.